Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Spiel The Crew. Ja, ich habe jetzt gerade meine Aufnahmepause kurz gemacht, bin mal rausgefahren aus dem Haku. Und Anita hat sich gemeldet, sie braucht mich jetzt irgendwo mit Auto und da fahren wir jetzt mal hin. Ich möchte ja nicht, dass ihr irgendwas von der Story verpasst. Die ist ja schon schmal genug und da sollt ihr nicht auch noch was verpassen. Deswegen kurz. Genau, der Einspieler, so nach Motto, was bisher geschah. So, da fahren wir jetzt mal eben hin. Och, hier ist es ja schon. Das Licht war zu grell. So. Ach, jetzt switchen wir auf unseren. Sieht schon geil aus. Kannst du sagen, was du willst? Ich habe nachgedacht. Schiff hat Cam in den letzten Jahren viele Jungs hinterhergeschickt. Alle sind verschwunden. Verstehst du? Er ist gefährlich, kapiert. Er ist ein Killer. Ich will das Gleiche wie du, aber nicht dein Blut an den Händen. Zeig mir, dass du es mit Cam aufnehmen kannst. Schlag mich und meine Jungs oder ich bin weg. Finde ich jetzt nicht okay. Zeig, was du kannst, so Alex. Einfach auf die Brust setzt. Aber das sollten wir doch packen, oder? Die benutzen ein Lachgas, ist ja eklig. Wie nötig habt ihr es denn, Leute? Alter! Nicht schlecht, Alex, nicht schlecht. So schön abgedrängt. Kannst du abschmatzen. Mein Gott. Tritt drauf, Alex. Ja, ich bin noch dabei. Bleib mal entspannt, ey. Bring mal den Blutdruck runter. Strahl mal Ruhe aus. Du bist nicht im Ziel, Alex. Ach, was. Wenn ein Klugscheißer-Contest könnte sie echt gewinnen. Alter! Okay, das war mies. Ja, wahrscheinlich kommt gleich das Ziel, ne? Lass mich raten. Was? War grad nix. Was hat mich denn ernst? Ja, mach die weg da. Können wir da schon wieder abschminken. Wir würden wieder so eine schöne Runde, eine Folge lang, ein Rennen versuchen. Ich bin begeistert. Schau mal ganz voll. Was? Wieso? Was soll denn da der Transport? Ja, tolle Wurst. So, das musst du mal kurz raus. Ich habe nachgedacht. Ja, du hast nachgedacht, das haben wir auch schon gehört. Ich bin gerade so ein bisschen pisst, falls es dem einen oder anderen nicht auffällt. Denn ich finde es ja okay, dass sie Atmosphäre reinbringen wollen, von wegen, motivier dich so, fahr schneller, weißt du. Gib alles, dein Wagen kann mehr, etc. Aber wenn du dich gerade selbst ärgerst über dich selbst, ja, dann braucht man so eine dumme Kommentare nicht, von wegen, jetzt war jetzt aber scheiße. Verstehst du? Sowas brauche ich nicht. Mach schneller, Alex. Sowas hier meine ich, ne? Man weiß, dass man gerade Kacke fährt. Man weiß, dass das gerade doof war. Ja, man ärgert sich schon in sich selbst rein. Und dann kommt hier Tante Emma und sagt erstmal, bitte weiter mal hier, ne? So nicht. Da musst du aber noch mal ein bisschen eine Schippe drauflegen. So, das verwickeln wir uns mal nicht um die Bäume. Weil mich gerade gelernt, fetzt nicht. So, und in die Hauswand will ich diesmal auch nicht. An dem vorbei wollen wir.
So, das war auch wieder so eine Kiste hier. Ja, leck mich. Entschuldigung, Leute, aber die nervt mich. Die hätte ich niemals abholen dürfen. Alter. Die hätte ich niemals abholen dürfen, die hätte ich nie in meine Crew holen dürfen oder wie auch immer. Und so eine Tante, die ihr meint, mir die Pistole auf die Brust setzen zu können. Ja, das Gebacken macht es gerade nicht besser. Ne? So von wegen so, entweder du schaffst es oder ich bin weg und so. Kann mich mal gepflegt. Da knutschen, wo keine Sonne erscheint. Und ihr wisst, was ich meine. So, Miststück. Ich hoffe, die Fronten sind geklärt. Ah, ich hoffe, du weißt jetzt, wo der Frosch die Locken hat. So nehme ich nicht mit mir. Ich hoffe, das ist klar. Ausstatten. Das gab 1320 Bucks, ne? Das ist immer so, ne? Eine Kleckerscheiße. Warum denn nicht einfach, komm, weißt du was, hier hast du die ganze Kohle, kauf dir jedes Auto. Hinter dem Steuer? Vielleicht. Ich helfe dir. Ich mein's ernst, Alex. Cam tötet dich, wenn er muss. Bist du bereit, das Gleiche zu tun? Ich weiß nicht. Denk mal drüber nach. Ihr Wagen sah ganz schön im Arsch aus. Unserer war repariert. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Du hast Alita gewonnen, was? Wir brauchen sie, wenn wir hier ein 5-10-Chapter aufbauen wollen. Ja, das stimmt. Und wie machen wir das genau? Gewinn Rennen, erledige Penner, zerbrich Fenster. Du hast viele Möglichkeiten. Mach, was sich dir bietet. Und die Fahrer hier merken es. Und dann? Dann sei wie ein Mann, dem du folgen würdest. Und man wird dir folgen. Mhm. Ja, hier sind wir im Stadttheater. Einmal von links, einmal von rechts. Dann fahren wir noch weiter geradeaus. Also ich bin von unserem Dodge hier extrem begeistert. Egal in welcher Hinsicht. Gelände, Straße, Performance. Ganz ehrlich. Aber ich finde, um wirklich voranzukommen, bräuchten wir wirklich einen 4x4 Wagen. Also, ne? Allradantrieb. Little Havana. Geil. Oh, ein bisschen, bisschen tot auf den Straßen, ne? Also, Little Havana kennt man eigentlich anders, aber okay. So, wir gucken mal eben einen Blick auf die Karte. Was? Standardmarkierungen. So, was ist das hier? Achso, das ist hier der Schnickschnack, okay. Ja, was sollen wir jetzt hier machen? Ach, da oben. Da machen wir eine Blitzreise hin, wa? Komm, was soll der Geiz? Weil, da sind wir ja schon mal durchgefahren, so ist ja nicht. Oh. Alex, ich habe eine Spur. Camps Nummer 2 schmuggelt Ware rund um die Glades. Möchtest du dich vorstellen? Harte Tour vielleicht? Kann ich machen. Nicht, können wir machen? Machen wir. Was nu? Was? Ich hab doch... Achso, ich hab jetzt Koop gemacht, warte. Komm ich raus? Irgendwie? Okay, da ist einer dazugekommen. Ist nicht so schlimm. Er hat ein Performance-Kit von 1299. Wir haben Performance von 344. Egal. Aber fährt er jetzt gegen mich? Oder wenn er gewinnt, habe ich auch gewonnen? Ich hoffe, zweiteres. Ist er jetzt raus oder ist er drin geblieben? Ich... Wir werden es sehen. Geländefahrzeug benötigt. Er wählt natürlich den. Achso, den anderen haben wir auch nicht aufgebaut. Ist okay. Siehst du ihn schon? Ja, und er sieht mich. Zeit, sich vorzustellen. Ach, wieder so eine Ram-Action. Okay. Das dürften wir hinkriegen, glaube ich. Schalt ihn aus, Alex. Okay, da ist er. Er fährt den Ford Focus. Der war ja auch nicht teuer, ne? Du verlierst ihn. Der zieht gut ab, also. Bleib also. Dran, Alex. Achtung, Alex. Die Gesetzeshüter sind im Anmarsch. Ja, sollen sie doch. So, da mal ein bisschen Lachgas einspritzen. Verstanden. Ach, fahren wir wieder im vierten. Was soll's denn? Komm. Warten Sie auf Anweisungen. Du musst da echt hoch und runter schalten. Da wird's sonst nichts.
So, jetzt darf nicht passieren, wenn ich einmal in Fahrt bin. Nein, dann passiert sowas. Genau. An alle Einheiten. In Ihrem Alter. Hier hat sich auch gerade weggeschmissen. Wo ist er denn da vorne? So, komm, den kriegen wir. Komm schon, Luiso XXX. Roger. Da lang. Nein, da hat's mich. Oh mein Gott. Schön, Zabix. Guter Mann. Guter, ich war nicht einmal dran. Es ist so bitter. Es ist so bitter. Aber, guter Mann. Das ist so geil. Wir haben nichts gemacht. Wir haben nicht einmal. Nicht einen Punkt haben wir ihn abgezogen. Aber trotzdem Silber. Hey. Es ist so schlecht. Ja, Koop fahren können wir definitiv tun. Ja. Was? Scheiße. Oh Mann, Leute. Ist schon lustig. Weißt du, wer ich bin? Cam wird dich umbringen. Du arbeitest nicht mehr für Cam. Du gehörst zu den Five Tens, klar? Dein Ernst? Willst du es rausfinden? Ist natürlich auch nicht dumm. Man hetzt jetzt quasi seine Leute auf gegen die Five Ten. Wenn die jetzt quasi gegen die Five Ten schießen, dann sind die Five Ten raus oder der Cam-Typ ist raus. Alex, wenn du dir einen Ruf bei den echten Fahrern hier aufbauen willst, dann kann ich dir sagen, wie. Bin ganz Ohr, Alita. Fahr zur Position auf dem GPS. Zeig, was du kannst. Ist es eine feine Möglichkeit, muss ich ja mal sagen. So, Kuko. Es ist. Ach, weil wir in einer Gruppe sind, ist es automatisch eine Crew. Also, ich habe das alles komplett falsch verstanden. Es ist keine Crew, so wie ein klaren Gilde, bla. Es ist einfach nur eine momentane Gruppe. Muss man wissen. Gerade ich. Der Duisbuddel. Muss das schon mal wissen, ne? Gefürchtet und respektiert. Gefürchtet, weil er Männer verschwinden lässt. Respektiert, weil er was am Lenkrad drauf hat. Das ist Cams Lauf. Seine Zeit auf der Strecke ist Wahnsinn. Kannst du sie schlagen? Finden wir es raus. Das dürften wir hinkriegen. Schauen wir doch mal. Schlag den Rekord nicht nur, vernichte ihn. Ach, das ist ein Performance-Kit. Ja gut. Wäre ich bei 1299, also da dürfte schon so einiges unter der Haube stecken. Auf jeden Fall bin ich ihm verdammt dankbar, dass er nicht gleich die Gruppe verlassen hat, wo er festgestellt hat, so, ja, Junge, fahr du mal lieber alleine. Ich mach meins, du machst deins und dann ist alles gut. Sondern, dass er in der Gruppe bleibt. Und ich weiß nicht, ob er uns jetzt bewusst hilft. Oder ob er sich denkt, ach, hier muss ich sowieso noch ein bisschen was fahren. Oder, keine Ahnung, ob er sich Level 50 gekauft hat und jetzt die Story durchspielt. Ich habe keinen Plan. Um ehrlich zu sein, ist es mir auch relativ Latte. Warum er das tut, wie er es tut. Ich bin nur froh, dass er es tut. Und dass wir sozusagen die Rennen gewinnen, wir können somit ganz entspannt. Natürlich versuche ich hier so schnell wie möglich durchzukommen, gar keine Frage. Aber wie ihr seht, ist er 400 Meter weit vorne. Das heißt einen halben Kilometer mittlerweile. Ja. Und ich glaube, wir hätten hier schon längst wieder verkackt, um auf gut Deutsch reden zu dürfen. Und hätten hier schon wieder zum dritten Mal neu starten dürfen, weil die Zeit für uns nicht reicht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wir werden es ja sehen, wenn er durch ist und wir quasi immer noch irgendwo im Dschungel rumtanzen.
wenn wir quasi die Deadline kriegen, genau. Das ist völlig normal. Ich habe manchmal so einen Aussetzer. Dann hängt mal kurz der Laser auf der Festplatte. Muss rebootet werden. Das geht aber hoffentlich, das geht bei mir relativ schnell. Deswegen kommt es manchmal nur zu kleinen Hakern in der Sprachausgabe. Aber dann geht's auch wieder. Keine Sorge. So, er ist mittlerweile knapp einen Kilometer vorne. Wir gucken hier rum und gucken uns so ein bisschen die Gegend an. Ach, ist das schön. Vielleicht sollten wir wirklich mal langsam von diesen schicken Autos wegkommen und uns wirklich mal ein Auto kaufen, was man kann. Aber ich bin wirklich überrascht, dass er mit seinem Ford Focus, der ja nur 40.000 kostet, so abzieht. Also gut, er ist jetzt schon Level 50 und hat bestimmt schon viel zusammengefahren und viele Teile. Somit geht er bestimmt gut ab. Aber ich bin echt überrascht. Also der Ford Focus ist ja wirklich ein verdammt günstiges Auto, also hier im Spiel. Dass der damit so abzieht. Mich würde interessieren, ob er jetzt zum Beispiel mit dem Skyline von Kenneth mithalten kann. Weil von der Spielreichweite her ist der Wagen ja genauso zu kaufen wie der Skyline, also zweite Stadt, glaube ich. Oder dritte. Oder Garage besser gesagt, die Stadt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber um einiges günstiger. Also da, wo man den Skyline gerade mal kauft, da vorne war es eigentlich schon. Wo man den Skyline gerade mal kauft für das Geld, hast du den Ford quasi gekauft und maximal getuned und beklebt und allem drum und dran. Ne? Zwei Teile Marku freigeschaltet. Also das würde mich mal interessieren, ob er eine Schnitte hat gegen einen gleichwertigen Skyline. Das hätte ich mal, weiß ich nicht, da hätte ich mal Interesse dran, das zu sehen. Du hast's geschafft. Ja, nicht ich, sondern, aber egal. Ha, Lügner. Mann, wenn sich das verbreitet, hast du bald alle Fahrer in den Staaten auf dem Hals. Hat er denn irgendwas geschrieben? Moment, ich brauche mal kurz meine Maus. Da. Nö, schreiben tut er nicht. Voll kein schlechtes Gewissen haben. Alle Dude. Guck mal, wo müssen wir jetzt hin? Zu dem Rennen. Setzen wir nochmal einen Wegpunkt, mal gucken, ob er hinfährt. Man weiß es nicht. Ja, vielleicht kriegen wir hier ein bisschen... Vielleicht hilft er uns, vielleicht verlässt er jetzt auch die Gruppe. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zusammen definitiv dahin. Und ich glaube, da muss ich einen Schnitt machen. Ich habe gehört, ihr sucht nach mir. Cam? Woher hast du die Nummer? Mach dir darum keinen Kopf. Ich werde rechtzeitig an diesem Ort sein. Nicht, dass ich dich holen muss. Okay, da ist er nicht so happy drüber. Ich finde es auch nicht so toll, dass er direkt unsere Nummer hat. Ja. Ich dachte eigentlich, der Plan ist ein anderer. Dass wir quasi die Crew von diesem Cam aufhetzen. An alle Verfolger. Na. Was? Achso. Er wird gesucht. Dritten Anfang tut er nicht. Nö. Warum auch? Doch, das machen wir schnell. So, wieder raus. Ach, hier ist ein Hot Rod Teil in der Nähe. Okay. Na gut. So. Ach, wisst ihr was? Das Rennen nehmen wir noch mit. Aber da muss ich einen Schnitt machen. Ich sag mal so, so seht ihr eh nicht viel von diesen Rennen, weil
fahre ja immer nur hinterher und gucke mir das vom Weiten an. Du bekommst dieselbe Chance, wie alle, die Schiff hinter mir hergeschickt hat. Geh jetzt, oder du verschwindest für immer. Das wird nicht geschehen. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich auseinanderzunehmen. Okay, ich verlasse mich jetzt voll und ganz. Muss mir gleich nochmal den Namen genau angucken. Weil ich finde, es ist, er hat es verdient. Luiso XXX. Ich verlasse mich da voll und ganz jetzt auf ihn. Und hoffe, dass er besser unterwegs ist im Gelände als wir. Und dass wir das Ding mit seiner Hilfe hier ruppen. Wo ich das jetzt sagen muss, er hält sich schon etwas zurück. Du hast Talent, das gebe ich zu. Geh bloß weg, Alter. Das war doch. Der hat doch gebremst, das war doch abgesprochen. Hör doch auf. Mit dem Skyler, ey, mit dem 350Z oder was? Ist das in Ordnung oder wie? So, lass mal eben vorbei. Ein bisschen Lachgas dazu. Da werdet ihr alle so lustig finden. Oh, 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 oh. Oh, gerade noch so. Gerade noch so gewuppt. Und jetzt, nein, nein, nein. Oh, ab im vierten, komm. Können wir ihn abdrängen? Nein, verrechnet! Verkalkuliert! Nein! Nein! Scheiße! Aber wir haben alle schön mitgezogen. Und somit war das gar nicht so doof. Also er hat jetzt einen schönen Vorsprung. Und die sind quasi vor mir. So, mal kurz mal was durchziehen. Na komm, du Heslon. Ich fand, das war gutes Teamwork. Also wir haben ihm geholfen, mal ein bisschen Abstand zu erfahren. Und dementsprechend... Den vierten, komm. Und dementsprechend hat er da mehr Ruhe. Ist das dein Ernst? Mach die weg, Junge. Oder ist er ja schon wieder? Bremst der oder was? Weiß der, dass ich aufnehme? Rennen hier, wie lang ist denn das? Das glaubst du aber selber nicht. Der bremst. Was ist denn für ein Kaputter? Mal wieder den ersten mache. Ich check's nicht. Ich will doch nur gewinnen. Ich will doch nur das Rennen hinter mir. Das Rennen hinter mich haben. Er hatte 7 Sekunden Vorsprung, ne? Werde ich nervös. Wenn ich Erster bin, werde ich nervös. Voll scheiße. Alter, hör doch auf mit so einem Kackmist. So, diesmal kommen wir wenigstens ins Ziel. Oh, gerade so, habt ihr gesehen? Eieieiei, das war eine knappe Kiste. Ich vermute mal, er wollte uns rankommen lassen, sodass wir den ersten abräumen und hat dann gesehen, okay, sobald der vorne ist, also er bleibt dran, aber sobald er vorne ist, ist ja katastrophal, also fahre ich das Ding mal lieber nach Hause.
Vollkommen richtig, mein Bester, falls du das sehen solltest. Vollkommen richtig. Ich danke dir, dass du mich hier durchgezogen hast. So. Nicht schlecht. Arsch gelegt. Aber so leicht holt man sich die Südstaaten nicht. Wir sehen uns wohl noch. Das Rennen war so heiß, wenn man das Gebäude Feuer gefangen hat. So sieht's nämlich aus. Ganz schön Willen. Ich wusste, dass sie anrufen. Jeff wird nicht immer wie 8 sein. Ich habe Cam beim Spiel um den Thron unterstützt, aber du erscheinst mir engagierter. Ich bin ganz Ohr. Gut, ich melde mich. So, dann haben wir auch das erledigt, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Einschalten und fürs Zusehen. Auch an dich hier, Luiso XXX, einen recht herzlichen großen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüss.